Es geht wieder los. Der Rucksack in der Zimmerecke hat mich regelrecht angelacht, die Wanderlust mich wieder gepackt. Dieses Jahr starten wir im Ahrntal und es geht rüber bis ins Grimmler-Achental im Salzburger Land. Die Idee für die einzelnen Strecken, insgesamt 6 Etappen, hat mir Hans geliefert. Ein Ahrntaler, der seine Heimat liebt und als Heimatkundler kennt wie seine Westentasche. Du schaust mich wohl drogen. Ich hab nicht Bock. Das Team, wieder altbewährt, Manni mit dem aufmerksamen Blick durch die Kamera, Karl, der sich selbst gerne mit einem Schmunzeln als unser Sherpa bezeichnet, und ich, die Wandersfrau, die sich auf aufregende Tage freut. Vom hinteren Ahrntal geht es zunächst auf Südtiroler Seite über die Bärenlücke ins Salzburger Land. Wir wandern über alte Saumpfade und den historischen Passübergang Grimmler Tauern zurück ins Südtiroler Ahrntal. Die ersten beiden Etappen führen von St. Peter im Ahrntal über die Fuchsalm und weiter bis zur Bärenlückenhütte auf 2440 Metern. Ich kenne es noch gut von den letzten Jahren. Das stetige Wandern, die Stille der Natur lassen mich schnell runterkommen vom Alltag und öffnen den Blick für die Besonderheiten der Umgebung. Da haben wir jetzt die Samhitten, das ist der Samen, wo wir da drüben sind. Und da in der Hitten, da ist früher und heute, was es eigentlich anders gemacht, da wird gemäht, da wird es Heu gebracht. Früher hat man das nachher gezogen, heute wird es natürlich auch gefirscht. Und ja. Landschaftlich erwartet mich, glaube ich, ganz viel Verschiedenes. Landschaftlich ist ganz viel, weil wenn man, du wirst sehen, wenn man von unten von da auch geschaut hat, nicht, dann meint man, ja, da herum ist noch alles fertig. Mhm. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Da drüben sind sich noch weit und eine Landschaft auch. Und auch geschichtliche Begebenheiten kann man da erzählen, die ganz faszinierend sind. Du siehst, und da begegnest du viele Leute und da bringst du einiges Schönes in Erfahrung. Was dich auch interessiert. Ich freue mich schon sehr auf den Tag, muss ich echt sagen. Da habe ich ja nicht so viel versprochen. Du machst das so vieles sein, was ich einfach. Was man, wie du sagst, die Berge, wenn man sie schließt, dann geht es jetzt danach weiter. Ja? Danach geht es weiter, ja, ja. Schon hier lässt sich diese landschaftliche Vielfalt erahnen, die Hans angesprochen hat. Diese ausgedehnten Gletscherfelder, die wir am Horizont bereits sehen, sind charakteristisch für den Nationalpark Hohe Tauern. Wir werden uns ab der Grenze zu Österreich in seinen südwestlichen Ausläufern bewegen. Er ist der größte Nationalpark der Alpen sowie des gesamten mitteleuropäischen Raumes. Da siehst du drinnen, oben ist die Dreihängspitze. Der ist 3500 Meter hoch. Und der hat den Namen eigentlich von daher, dass da praktisch drei Länder zusammenkommen. Da hinten kommt man nach Osttirol, das Umbaltal. Da ist der Hirsch Südtirol. Und im Hinterbereich, und da wirst du noch hinkommen, über die Birnenlücke um ihn, dann bist du in Salzburger Land, die Grimmler Achental. Also da laufen praktisch die drei Länder zusammen, ganz genau. Und das ist allem eine wunderschöne Aussicht. Mhm. Und wie gesagt, das geht sicherlich gut. Ja, ja, dann wollen wir mal Gas geben. Und drinnen siehst du auch irgendwo auch der Fluss, der da, das ist die Ahr. Das ist noch der Fluss, der da durchs Ahrntal fließt, sieht man schon drin. Gell? Geht da los praktisch. Dieser Weg über die Bärenlücke nach Österreich ist eher steil und schmal. Deshalb wird über dieses Joch heute, wie in der Vergangenheit, nur das Kleinvieh gebracht. Die Rinder wurden immer schon über den Grimmler Tauern getrieben. Sein wir's? Gehen wir weiter? Gehen wir. Nach einem Aufstieg erfolgt auch bekanntlich ein Abstieg. Und dieser, hinunter ins Grimmler Achental, fordert meine Knie ordentlich heraus. Aber die Umgebung entschädigt die Mühe allemal. Wir bewegen uns jetzt im Nationalpark Hohe Tauern mit all seinen landschaftlichen Schönheiten und Ausblicken. Vor uns der mächtige Gletscher des Grimmler Käses, der Ursprung der Grimmler Ache.
Das Krimmler Kees ist mit etwa 4,9 Quadratkilometern der zweitgrößte Gletscher im Land Salzburg. Was uns besonders auffällt auf dieser gesamten Tour schon, die Wege sind gut instand gehalten. Zufällig begegnen wir auch den fleißigen Händen, die dahinter stecken. Mindestens alle zwei Wochen und je nach Wetterlage gehen Mitarbeiter vom Alpenverein der Sektion Warnsdorf-Krimmel die Wege der Umgebung hier ab. Und dann folgt wieder ein Anstieg, etwa 300 Höhenmeter bis zu unserem heutigen Tagesziel. Nach 3 Stunden Wanderung kommen wir bei der Warnsdorfer Hütte an. Sie ist Ausgangspunkt für viele hochalpine Touren inmitten des Nationalparks. Die Hütte erreichen wir Wanderer nur zu Fuß. Der Chef der Hütte nutzt täglich die Materialseilbahn für den Transport von Lebensmittelnachschub. 1 bis 2 Mal im Laufe der Saison werden Zutaten für die Küche und andere Materialien mit dem Hubschrauber herangebracht. Und dieser muss hier aber auch schon mal landen, um Verletzte abzuholen. Natürlich ist hier von großem Vorteil, dass der Hüttenwirt Ernst selbst aktives Mitglied der Bergrettung ist. Wie wichtig ist es als Hüttenwirt, dass man einen Bezug zu der Gefahr, zu den Bergen hat? Ja, das ist eigentlich nicht so schlecht, wenn man als Hüttenwirt bei der Bergrettung ist, die Erfahrung hat mit den alpinen Touren und so weiter. Weil es gibt leider auch noch viele Leute, die haben nicht viel Erfahrung auch mit Gletscher und so weiter. Und bei unseren Hauptübergängen, da sind ja alles Gletscherübergänge. Und da muss man sich auch viel mit den Leuten befassen, auch wenn sie da auf der Hütte schlafen, wo sie morgen hingehen. Mhm. Da hat man sich auch ein bisschen erkundigt, ob sie da die richtige Ausrüstung alles mit haben und ob sie auch wissen, wie schwierig die Tour ist. Berge sind da die Venediger hinten oder der große Geiger und das sind hochalpine Touren. Und auch eins ein bisschen extrem an Gletschergebieten, noch mit tiefen Gletscherspalten. Und wenn da einer allein geht oder ohne Ausrüstung oder irgendwas, dann kann das sehr schwerwiegende Folgen haben eigentlich. Ja. Wie ist es denn? Man sieht da jetzt so bis zur Hälfte Eis und Gletscher, Schnee. Hat sich das zurückgezogen, merklich? Ist das anders geworden? Ja, wenn man ein Jahr da ist, dann kommt man eigentlich nicht so mit. Aber irgendwann denkt man dann nach, was hat man vor 25 Jahren gesehen. Und wenn man vor 25 Jahren diese Felsfläche sieht, die war vor 2/3 vor 25 Jahren alles noch Gletscher. Mhm. Und es waren auch nicht so flache Gletscher, wie es jetzt sind, sondern da sind noch Seracs gestanden, so Eistürme, mhm, vor 25, 26 Jahren. Die waren, da hat es ja gespürt, ein Jahr ist einer und der andere umgebrochen, wieder runtergebrochen, da hat es duscht und geschäbert. Und das hat sich dann jetzt aufgezogen. Und das Hauptproblem ist ja, dass jetzt bei uns bei den Gletschern, da schauen dann die Felsstufen, also Felsinseln aus. Und die sind wie ein Heizkörper. Die werden durch die Sonne erhitzt und dann schmilzt halt der Gletscher relativ schnell weg. Dann. Mhm. Hauptproblem bei den Gletschern ist auch der frühe Schnee. Weil der beste Schnee für einen Gletscher war ja früher gewesen, weil November, Dezember, Jänner. Und wann kommen halt die Schneesachen? Viel später. Viel später. Und ja, nicht ein Märzschnee, das ist ja mehr Wasser als wie Schnee. Und da frisst es eigentlich noch schneller weg. Dann. Von Bergrettern und Bergführern werden hier oben auch Ausbildungen angeboten. Gletscherbegehungen und Rettungseinsätze werden erlernt und erprobt. In dieser Kletterhalle direkt neben der Schutzhütte können Geschicklichkeit und Sicherheit dazu trainiert werden. Am Vertrauen in meinen Seilpartner scheitert es nicht, wohl eher am Vertrauen in mich selbst. Ist dann auch noch schön, wenn man leichter hält, so ein Ding. Spannerin, lass dich mal zurück, rast einmal. Bleib schon mal so, tusch leih als ob. Wie ein Platz, so ich weiß. Wenn ich oben noch in der Fahrt lasse, dann wäre super. Nein, so, ich spiel dich da oder was? Ja. Wenn du einen ganz guten Griff hast mit einer Hand, mit der rechten und mit der linken. Eine Kraxlerin wird aus mir wohl keine mehr werden.
Ich entspanne dann lieber noch am nahegelegenen Gletschersee, etwas oberhalb der Hütte. Welch unglaublich beeindruckende Naturkräfte sich hier vereinen. Am nächsten Tag heißt es frisch und ausgeruht noch einmal an die 300 Höhenmeter hinauf bis zum Übergang, dem geschichtsträchtigen Krimmler Tauern, von dem ich unterwegs schon so viel gehört habe. Schon seit der Bronzezeit kann hier eine zaghafte saisonale Begehung angenommen, seit der Römerzeit nachgewiesen werden. Sicher ist, dass der Krimmler Tauern im Mittelalter von großer Bedeutung war. Für Viehhirten, für Bauern und Jäger, für Regierende und Beamte, auch für junge Leute auf Brautschau oder hin zu Taufen und Begräbnissen. Der Krimmler Tauern war eine mittelalterliche Transitstrecke, für das im Salzburgischen gewonnene weiße Gold, das Salz auf dem Weg nach Süden, für Wein und Schnaps in umgekehrter Richtung. Auch Gastarbeiter kamen über den Tauern, Bergknappen aus Mitteldeutschland, angelockt von der Hochkonjunktur des Bredauer Kupferbergwerkes im 15. und 16. Jahrhundert. Im Jahr 1947 sind hier auch Juden über diesen Bergpass geflüchtet, auf dem Weg nach Palästina. Weiter unten, im Talgrund nahe der Kehreralm, treffe ich den Künstler Lois Steger und er wird mir gleich mehr darüber erzählen, über diesen Übergang, der heute in Gedenken daran auch Friedensweg genannt wird. Lois, grüß dich. Ja, hallo. Hoi. Hoila. Wir haben uns hier verabredet. Er hatte nur so viel vorab verraten, wir werden ihn finden und nicht übersehen. Kann ich dir was helfen, damit es weggeht? Ja, du kannst da gleich Hand anlegen, ja, wenn du willst. Ja. Okay. Dann gebe ich dir da. Wenn ich das der Richt. Ah, das ist der Richtigste schon. Das ist alles machbar. Der Künstler Lois Steger mag es besonders gerne, Kunstwerke, Landartwerke im öffentlichen Raum und in den Weiten und mit und in den Gegebenheiten der Landschaft zu kreieren. Er denkt bei diesem Werk an eine Kindheitserinnerung, sagt er mir während der Arbeit. Sein Vater war Hirte und hat für die Schafe auf großen flachen Steinen Salz ausgelegt. An diesem großen Stein findet er diese Erinnerung wieder. Und er schafft hier einen Bezug zur Geschichte und Besonderheit des hinteren Arntales, zu Bredau. Du hast da ein Muster genommen von der Klöcklerarbeit, von deiner Mama, gell? Ja, genau, ja. Früher, wenn es daheim die Mütter viel gekleckelt. Es ist um die 100 Stunden eben die Krisenzeit im Bauwerk gewesen. Jetzt haben wir drei Frauen in Wien das Kleckel gelernt und haben das da in Bredau bekannt gemacht. Und ich habe von meiner Mutter eben also ein Kleckelmuster hergenommen oder eine Kleckelspitze hergenommen und haben den eigentlich transformiert, den neu interpretiert und geschaut, ein Stück von dem herzunehmen und da auf den Stern in einen Dreiviertelkreisform dann auszulegen und aufzubauen. Insgesamt läufst du hast ja ganz starke Bindungen zu deiner Heimat, zu deinem Tal. Als Künstler, als Person, du arbeitest sehr gerne im Tal, ja, in der Natur, in der Freien. Ich bin viel unterwegs, nehme von der Natur auch viel auch und gebe dann eigentlich auch wieder das zurück, also was vergänglich ist. Ja, wenn ich heute oben mit meinem Team um drüber gegangen bin, nach 6 Wandertagen aus freien Stücken sind wir noch gegangen, uns in die Weite der Natur begeben haben, dann ist mir allem wieder mal eingefallen, dass so einst mal Menschen drüber sein, 1947 meine ich jetzt konkret, Juden, die auf dem Weg nach Palästina waren und die ganz eine schreckliche Zeit hinter sich gelassen haben. Und was ist da gewesen? Heute wird es der Friedensweg genannt. Ja, das ist eine Erinnerung an die damalige Zeit, also die Friedenswanderung wird alle Jahr gemacht. Da gehen sie von Kriml aus, über den Taun rum bis Kasan. Und das erinnert eigentlich an die damalige Zeit, weil 1947 im Juli
zwischen 7.000 und 8.000 Juden für Osteuropa bzw. Überlebende von den KZs sich organisiert haben und über Wien nach Salzburg gekommen sind. Das ist die sogenannte Richa gewesen, die jüdische Hilfsorganisation, die einfach Wege ausgekundschaftet hat, über die Alpen drüber zu kommen nach Palästina. Die Engländer, die zu dieser Zeit die Mandatsmacht in Palästina innehatten, schnitten den jüdischen Flüchtlingen den Weg ab. Osttirol und Kärnten waren britische Besatzungszone, Nordtirol von den Franzosen kontrolliert. Sie alle weigerten sich, die Juden durchziehen zu lassen, so erklärt mir Lois weiter. Hier am Krimmler Tauern war das einzige Schlupfloch, wo die amerikanische Besatzungszone Österreichs an Italien grenzte. Und die Amerikaner und italienischen und österreichischen Beamten drückten ein Auge zu. Und dann sind die Nacht teilweise dann auch immer über die Grenze. Und da hat es einen von den bekanntesten Vierer oder Bergvierer, hat Viktor Knopf geheißen, der ist mittlerweile auch schon verstorben. Der hat Gruppen zwischen 250 und 300 Leute da oben über die Grenze geschleust. Lois erzählt mir noch weiter, während wir zusammenpacken, dass die flüchtenden Juden anschließend mit getarnten Rotkreuzwägen nach Meran, dann nach Genua und schließlich nach Palästina gelangt sind. Diese Erinnerungen an einen sehr schwierigen Übergang, der gleichzeitig der Weg in die Freiheit war, nehme ich für den Rest meines Weges in meinen Gedanken mit. Nach rund einer Stunde erreiche ich das schmucke Heilig-Geist-Kirchlein in Prittau. Das einstige Knappenkirchlein bot jahrhundertelang Reisenden Schutz, die weiter ins Pinzgau oder nach Salzburg wanderten. Bis heute ein beliebter Wallfahrtsort. Die Kirche wurde unter einem Felsen gebaut, der nicht nur vor Lawinen schützte, sondern auch als sogenannter Schliefstein genutzt wurde. Wer darunter durchkroch, der konnte, der damaligen Auffassung nach, seine Sünden abstreifen. Das lasse auch ich mir nicht entgehen. Weiter geht es talauswärts, dorthin, wo der Alltag auf mich wartet, wo ich aber immer mal wieder Erinnerungen aufkommen lassen werde an wunderbare Tage und Begegnungen in den Bergen im Arntaler Grenzgebiet. Thank you.